Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als ich euch vor, fünf, sechs Wochen, wird das her gewesen sein, die Stenopeka Archimede vorgestellt habe, da habe ich auch immer wieder über das günstigere Einstiegsmodell, die Hyperkamera, gesprochen. Ja, und dann gab es die etwas seltsame Situation, dass Samuele zum gleichen Zeitpunkt, als das Video online ging, dann die Hyperkamera aus dem Programm genommen hat und dann war die auf der Webseite überhaupt nicht mehr zu bekommen. Ist natürlich nicht ganz so geil, aber wir haben dann miteinander gesprochen oder besser geschrieben und dann hat er gesagt, ja, warte, ich kann noch nicht alles darüber dir verraten, aber da kommt was wahnsinnig Interessantes. Halt noch ein bisschen die Füße still. Ich informiere dich dann, wenn es soweit ist. Ja, und mittlerweile ist es soweit. Es gibt eine neue Einsteigerkamera im Großformat von Stenopeka. Und über die und warum die besser ist als die Hyperkamera, da wollen wir heute drüber reden. Der Punkt bei Großformatkameras, und das ging mir genauso, als ich mich mit der Anschaffung einer ersten Großformatkamera beschäftigt habe, ist ja immer der, dass ich entweder auf Features oder Möglichkeiten verzichten muss, dafür wird es dann günstiger, oder eben ich habe wahnsinnig viele Features und tolle Möglichkeiten und dann wird die Kamera nahezu unbezahlbar. Gerade wenn man einsteigen will und das Ganze ja nicht über, also man ist noch nicht sicher, ob das wirklich etwas für einen ist, denn der Workflow ist ja schon anders als bei Kleinbild oder Mittelformat. Dann ist natürlich so ein Einstieg, wenn man auch noch Linsen dazu kaufen muss und Filmhalter und auch die Infrastruktur zum Entwickeln und zum Scannen. Das Ganze ist dann natürlich ein ganz schöner Brocken und deswegen wird man dann oft zu einer günstigeren Kamera greifen. Und das ist auch gar nicht verkehrt. Also ich will da jetzt gar nicht das Fass aufmachen, Intrepid gegen irgendeine andere Kamera. Und ist die Stenopeka Air Force besser als die Intrepid? Was sie ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber deswegen macht die Intrepid ja nicht weniger Sinn. Denn für ganz, ganz kleines Geld kann man eben einsteigen und man muss sich dann aber im Klaren darüber sein, dass, und da werden wir im Laufe des Videos häufiger drauf zurückkommen, dass das dann auch so ein bisschen eine Spaßbremse sein kann. Denn wenn Dinge nicht vernünftig funktionieren, gerade wenn man nicht die Erfahrung hat, lang schon im Großformat zu arbeiten und genau zu wissen, mit welchen Kniffen man um bestimmte Schwierigkeiten herumkommt, dann kann einem das ganz schnell den Spaß verderben, weil die Ergebnisse dann einfach nicht das werden, was man sich erwartet. Und genau hier hat dann das Nachdenken bei Samuele eingesetzt, denn die Fragestellung war dann, wie kann ich am besten so viele geile und wichtige Möglichkeiten wie möglich in so eine Kamera einbauen und die dabei so gestalten, dass das Gesamtprodukt dann trotzdem noch bezahlbar und als Einsteigerkamera tauglich wird. Und das war bei der Hyperkamera schon ein guter Ansatz, aber auch da war es an manchen Stellen noch so ein bisschen hakelig oder war es dann sehr limitiert. Und bei der Air Force, die wir jetzt hier mal sehen, da ist das Ganze dann quasi auf ein ganz neues Level gehoben worden. Das vor allen Dingen von der Umsetzung verschiedener Standardlösungen. Wir vergleichen mal die Hyperkamera, die hat der Samuele mir nämlich auch noch geschickt, hat in seiner Werkstatt noch eine von den ganz ersten Modellen gefunden, damit ich dann auch mal live sehen kann, wo die Unterschiede liegen und da gibt es so einige. Wenn man die mal nebeneinander hält, dann ist es zuerst mal so, dass die Air Force, die wir hier auf der Seite haben, so ein bisschen dicker geworden ist. Aber das ist nicht viel. Also sind vielleicht, ein Zentimeter, zwei. Dafür ist sie aber vom Fußabdruck, wie man neudeutsch sagt, vom Footprint, gehörig kleiner geworden. Also das ist schon ein extrem kompaktes Stück 4x5 Kamera. Vom Gewicht her ist das nahezu gleich geblieben und das bei wesentlich erweiterten Features, wie wir gleich noch sehen werden. Zunächst mal, und da ist dann der Unterschied, da komme ich wieder aufs Thema Intrepid zurück, also wenn man die aufbaut mit der freischwebenden Frontstandarte, da bin ich ja dann schon raus, finde ich alles fürchterlich anstrengend. Hier gucken wir uns das mal an, wenn ich die Kamera aufbaue, und das mache ich jetzt nicht auf dem Stativ, da geht es natürlich noch viel einfacher, sondern mit einer Hand, während ich die mit der anderen festhalte.
Da setze ich also hier meine Rückstandarte auf, drehe die fest, dann setze ich meine Frontstandarte auf und drehe die fest. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, mittels so kleiner Häkchen die Frontstandarte in der Nullposition zu arretieren. Und wenn ich das gemacht habe, drehe ich sie auf beiden Seiten fest. Und jetzt habe ich meine Kamera schon aufgebaut und in der perfekten Nullposition. Also schneller und einfacher kann das überhaupt nicht gehen. Und das ist ja das, wo man am Anfang, wo einem die Übung fehlt und wo einem so ein System, was sich quasi selbsterklärend aufbaut. Ich habe hier also letztendlich zwei Paar Schrauben, die ich lösen muss und zwei weitere, die ich festziehen muss. Ja, noch viel einfacher kann das dann nicht funktionieren. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, der hinter diesem ganzen Kamerakonzept steckt. Bei erweiterten Möglichkeiten das Ganze so einfach zu machen, wie es irgendwie geht, um auf der einen Seite die Produktionskosten für so eine Kamera so weit wie möglich runterzudrücken und auf der anderen Seite die Möglichkeiten zu maximieren. Und da sprechen wir tatsächlich von fast allen Movements, die so eine Kamera haben kann. Wir sprechen davon, dass die meisten Movements voneinander unabhängig steuerbar sind, besonders da, wo es wichtig ist. Und wir sprechen davon, dass nahezu alle Movements mechanische oder eben konstruktionsbedingt Nullpunktstellungen haben, die, wie wir gerade gesehen haben, man unglaublich schnell findet. Das sind dann pfiffige Ideen. Hier gucken wir uns mal als Beispiel dafür die Gestaltung der Rückstandarte, die Befestigung der Mattscheibe an, denn auch bei der neuen Kamera ist die voll Graflok-kompatibel, wie wir nachher noch sehen werden. Hier haben wir mal die Situation bei der Hyperkamera und jetzt im Vergleich dazu die Situation bei der neuen Air Force. Ja, da sind mal eben mindestens die Hälfte aller Teile weggefallen und trotzdem ist die Funktionalität dieselbe geblieben. Das heißt, ich kann das genauso benutzen. Und das sind dann die Situationen, wo so eine Kamera unglaublich wertvoll wird, denn ich habe alle Möglichkeiten, damit flexibel zu arbeiten. Wenn es dann zwei Kunststofffedern sind, die die Mattscheibe halten, die ich einfach aushaken kann an einem Punkt und dann nehme ich die Mattscheibe raus und setze sie wieder rein. Wir gucken uns das nachher noch im Detail an, aber ich wollte das mal als Beispiel dafür nehmen, wie durch Vorarbeit, durch Ingenieurtum im besten Sinne, dann das Ganze so minimiert wird, dass ich volle Funktionalität bei einfacherer Konstruktion und einfacher Produzierbarkeit leisten und bieten kann. Ein anderes geniales Beispiel dafür sind die Tabs hier an der Unterseite. Auch die mal kurz als Beispiel gezeigt. Also ich habe hier zwei kleine Schieber. Die haben eine L-förmige Fräsung, zwei Schrauben. Und wenn ich die rausziehe, dann sorge ich dafür, dass meine Frontstandarte, die hier gelagert ist, das ist ja quasi noch von unten gesehen, hier nach links und rechts verschwenkbar ist, dass die vor- und zurückschiebbar ist, dass die nach links und rechts verschiebbar ist. Und wenn ich jetzt auf den Nullpunkt zurück möchte, dann mache ich nichts anderes, als hier diese L-Fräsung zu nutzen. Ich klappe die also ein, riegel die hier fest. So. Und jetzt führe ich die Standarte vorne an die Grenze, wo es bündig ist, drehe sie fest. Und dann ist sie sowohl in der Verschwenkung, als auch in der Verschiebung, als auch in der Bewegung nach vorne und hinten, null gesetzt, also wieder in ihre Ausgangsposition. Das kann ich komplizierter lösen mit Magneten und Widerständen und Fräsungen und Knöpfchen und Bohrungen. Ich kann das aber auch durch so pfiffige Lösungen machen. Und das ist natürlich nachher in der Herstellung wesentlich günstiger als all diese ganzen fancy Lösungen. Und deswegen kann eine Kamera, die mechanische Nullpunkte bietet, in allen Richtungen
trotzdem günstig hergestellt werden. Und das sind dann Dinge, die finde ich halt an anderen günstigen Kameras nicht. Die habe ich auch früher an der Hyperkamera nicht gehabt in der Form. Da musste ich mir dann immer irgendwie behelfen oder mit einem Zollstock ausmessen, bin ich jetzt an der richtigen Position oder mir Markierungen machen oder. Das bremst ja alles die Arbeit. Und nochmal zurück zu dem Punkt, wenn ich Anfänger bin und mich nicht auskenne, dann weiß ich vielleicht noch gar nicht, worauf ich peinlich genau achten muss. Und dann wundere ich mich, wieso ist mein Motiv nie vernünftig so scharf, wie ich es haben möchte. Ja, weil das Objektiv permanent vorne so ein bisschen verkippt war und ich das nicht bemerkt habe. So, das sind dann einfach Leistungen, da hat sich der Samuele die Gedanken gemacht, damit ihr als Einsteiger oder wir als Einsteiger dann wesentlich einfacher arbeiten können und die Kamera trotzdem noch extrem, extrem bezahlbar ist. Und dass die Kamera in ganz vielen Bereichen sowas von überhaupt nicht limitiert ist, das können wir uns jetzt nochmal angucken, wenn wir mal die alte Hyperkamera und die neue Air Force nebeneinander stellen. Und dann werdet ihr schon sehen, welche unglaublichen Möglichkeiten in dieser Kamera stecken. Die Stabilität und der Bedienungskomfort von so einer Großformatkamera, die zeigt sich im Prinzip schon in dem Moment, wo ich die das erste Mal aufbaue. Und die Air Force, die macht hier einen sehr guten Eindruck, weil da schon beim Aufbauen nichts wackelt, nichts rappelt. Die steht jetzt auf dem Stativ, das ist also wesentlich einfacher, als das vorher in der freien Hand aufzubauen. Und in wenigen Sekunden ist die eigentlich ja, so gerade ausgerichtet und aufgebaut, dass man eigentlich sofort loslegen kann. Und man merkt dann schon, ob ein System so in sich durchdacht ist, dass man es sehr leicht in die Position kriegt, wo man es haben möchte. Der nächste wichtige Punkt dann vom Bedienkomfort ist natürlich dann die Kombination von Feinfokus und Grobfokus oder Schnelleinstellung. Und wenn man da eine Linse wechselt, ja, dann muss man relativ zügig mal von einer Brennweite auf die nächste schrauben. Und da bietet mir die Air Force mit zwei Möglichkeiten zur Grobeinstellung plus dem Feintrieb schon tolle Möglichkeiten. Also ich kann die Rückstandarte erstmal nach vorne und nach hinten schieben und dann kann ich den Feintrieb nutzen und ich kann genauso die Frontstandarte in einem sehr weiten Bereich mal einfach ganz schnell verstellen. Ja, so komme ich bei der Air Force auf volle 40 cm Auszug und wenn ich sie ganz zusammenfahre, um Weitwinkelobjektive zu verwenden, auch dann habe ich da gar keine Probleme, denn 65 mm Objektive, vielleicht auch noch ein 57 mm kriege ich da problemlos untergebracht. Da ist natürlich dann der Balken der limitierende Faktor und ein Sackbalken, Backbellows, ist da immer die richtige Lösung. Bei den Movements, da bietet die Kamera aufgrund von ihrer Konstruktion wirklich alles, was das Herz begehrt. Wir haben eine sehr frei verschwenkbare Frontstandarte. Ich kann die nach links und rechts shiften. Ich kann die tilten in der vertikalen Achse und ich kann sie in der horizontalen Achse verschwenken. Das natürlich auch nochmal im Grundgelenk. Und es sind die Movements getrennt, das heißt, ich kann hier die Arretierung vornehmen für den Tilt und wenn ich dann nochmal feststelle, ach, ich muss noch ein bisschen was mehr ins Bild kriegen, dann kann ich noch nach oben oder nach unten shiften, also Rise and Fall einsetzen, ohne dass ich meinen Tilt damit beeinflusse. Für die Rückstandarte gilt das ähnlich, das haben wir gerade schon gesehen, diese Schnellfokus-Einrichtung, die ist gleichzeitig auch meine Möglichkeit, das in der vertikalen Achse zu verschwenken, also die horizontale Bildebene zu verschwenken. Nach hinten geht da nicht viel, aber nach vorne habe ich noch eine Möglichkeit, die zu tilten. Ein Backtilt an der Rückstandarte braucht man aber auch so gut wie überhaupt nicht. Hier sehen wir nochmal die Möglichkeiten in der Frontstandarte. Also es ist nicht nur ein Tilt,
den ich da einsetzen kann, sondern ich kann sie nach vorne, hinten, nach links und rechts verfahren und das alles beliebig miteinander kombinieren. Die Tilt-Shift-Möglichkeiten hatten wir gerade schon besprochen. Jetzt kann man sie nochmal von vorne sehen und vor allen Dingen das Zusammenspiel der einzelnen Feststellpunkte, mit denen ich da das Ganze justieren kann, plus der sehr, sehr praktischen Nullstellung, Arretierung, da kann dann wirklich nichts schief gehen. Auch die Rückseite ist extrem flexibel. Wir hatten da schon häufiger drüber gesprochen, dieses Magnetsystem, einfach Landscape, Porträtmodus, das fluppt alles richtig gut. Die Wasserwagen, die helfen mir dann, die Kamera nochmal auszurichten. Die Federn, da war ich im Augenblick am Anfang ein bisschen skeptisch, diese Kunststofffedern, aber die halten auch meinen Filmhalter richtig gut fest und drücken das, die Mattscheibe auch ordentlich an den Filmbody. Und ich kann die natürlich relativ leicht entriegeln. Das ist jetzt natürlich ein bisschen fummelig, aber sind wir mal ehrlich, das ist ja auch nicht eine Funktion, die man jeden Tag nutzt, die Mattscheibe dann zu entfernen und zum Beispiel gegen ein Rollfilmbag auszutauschen. Das macht man halt nicht wirklich täglich, aber wenn man es machen möchte, dann kann man das machen, vollkommen problemlos. Und ich kann dann sehr gut damit leben, wenn das da ein bisschen fummelig ist. Wobei ich bin mir sicher, wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, dann funktioniert das auch wesentlich besser, als wenn man es zum ersten Mal macht. Genauso schnell ist die Mattscheibe wieder eingesetzt. Ich muss die einfach nur hier unter die Federn basteln. Ein bisschen wegziehen. Ja, und dann rastet sie eigentlich auch sauber ein. Und dann lege ich einfach nur wie so Knopflöcher die Ösen da drum, schiebe die wieder nach außen. Und dann ist meine Feder wieder genau in der Position, wo sie die Mattscheibe prima hält. Und wie gesagt, dass das so ein bisschen fummelig ist, damit kann ich sehr gut leben, wenn es dafür eine wesentlich günstigere Kamera ist als andere Modelle, die diese Funktion bieten. Der Zusammenbau, der ist wieder genauso einfach wie der Aufbau. Auch hier spielt die Stabilität einfach eine große Rolle. Das wackelt nicht, das rappelt nicht, es klappt sich einfach sehr schnell wieder zusammen. Die Rückstandarte runtergeklappt, versiegelt, verriegelt und dann gibt es natürlich den Magnetschutz für die Rückscheibe. Ich denke, man hat sehr gut sehen können, dass diese Kamera so günstig und so einfach konstruiert, wie sie ist, dadurch, dass man viel Grips reingesteckt hat in diese Konstruktion, von den ganzen Magnetgeschichten abgesehen, eben die geschickte Konstruktion der Bauteile, dass man dem Anwender ganz viel Stabilität und Sicherheit, Einsatzfreundlichkeit und damit fotografisch und lerntechnisch wahnsinnig schnelle Fortschritte bietet. Denn es liegt hier auf jeden Fall nicht am Material, wenn meine Bilder nichts werden, weil ich kann hiermit wirklich ganz, ganz sauber und solide arbeiten. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Stabilität, also obwohl das Ding relativ leicht ist, auch hier rappelt und wackelt nichts. Das ist extrem solide, wenn ich die Schrauben richtig festziehe. Natürlich ist das kein Zahnradtrieb wie bei einer großen Studiokamera, aber dafür ist es auch eine Kamera, die unter 2 Kilo wiegt und die ich zusammengeklappt ganz einfach mitnehmen kann und die mir trotzdem, ich kann das gar nicht oft genug zeigen, ein ganz gehöriges Maß an Möglichkeiten bietet, die andere Kameras da einfach nicht auf dem Kasten haben. Und da bin ich ehrlich gesagt schon extrem begeistert. Und diese Flexibilität, die ist ja tatsächlich auch mal ganz schnell vorgeführt. Also ich halte jetzt mal die Kamera hier hin und nutze nur die Schnellfokusmöglichkeiten, indem ich mal hier Front
und Rückstanddate mal eben auf die ganz brutale Art und Weise hier zusammenfüge. Das ist durchdacht. Also mal eben ganz schnell von Weitwinkel auf eine Telebrennweite. Und das ohne Umstecken und mit Stabilität drin. Also ich finde das Ding großartig. Das kann man überhaupt nicht anders sagen. Und da bin ich überhaupt nicht böse darüber, dass die schöne Hyperkamera, so toll die auch war, mit ihrem unglaublich niedrigen Preis, dass die aus dem Programm geflogen ist und dass ich dann sowas hier stattdessen bekomme. Ich kann das nicht oft genug sagen, wie entscheidend der Punkt der Anwenderfreundlichkeit gerade für eine Einsteigerkamera im Großformat ist. Es gibt zahlreiche Videos da draußen, wenn ihr mal rumguckt, wo die Leute gefragt werden, was ist denn die beste Großformatkamera für Einsteiger, wo ganz klar darauf hingewiesen wird, dass diese ganz günstigen Kameras, so verlockend die auch sein mögen, vielleicht am Ende doch eher was für den Profi sind, weil man bei denen wissen muss, wie man um bestimmte Eigenheiten und Schwierigkeiten oder konstruktionsbedingte Mankos herumkommen kann. Man kann dann damit arbeiten, wenn man weiß, worauf man achten muss und was man tut. Und in dem Fall von der Air Force hat quasi der Samuele diese Denkarbeit übernommen, denn der kennt sich mit Großformatfotografie nun wirklich bestens aus. Und von so her weiß er genau, wo die Stolpersteine sind und hat versucht, die in seiner Kamerakonstruktion von vornherein auszuschließen, sodass alles, was ich brauche, als Einsteiger ganzes Stück darüber hinaus mir geboten wird und das Ganze gelöst wird durch Ansätze, die neuartig sind, die frisch sind, die anders sind, die aber funktionieren. Und darauf kommt es dann an. Ob es dann perfektere oder geschmeidigere Lösungen gibt, ganz klar, irgendwo muss der Unterschied sein. Das geht aber nie auf Kosten der Anwendbarkeit und der vernünftigen Einsetzbarkeit der Kamera. Und das ist für mich das, was die Air Force besonders macht in diesem ganzen Reigen der Einsteiger 4x5 Kameras. Und das ist mit Sicherheit ein Schritt, den man sich auch überlegen kann. Und grundsätzlich sage ich, und nicht nur, weil ich da diese Workshops anbiete, sondern ich halte das für einen sehr guten Weg, wenn man einsteigen will, bevor man sich eine Kamera und 2 oder 3 Objektive und Filmhalter und die ganze Infrastruktur kauft, um rauszufinden, ist das was für mich oder ist das nichts für mich. Besucht mich doch einfach mal zu so einem Großformat-Workshop. Ich habe die Hyperkamera da, ich habe die Air Force da, ich habe die Archimede da, ich habe eine Monorail-Kamera, ich habe viele Möglichkeiten, die ihr ausprobieren könnt. Und dann merkt ihr relativ schnell, ist das was für mich oder ist dieser ganze Workflow überhaupt nicht meine Sache. Und dann habt ihr nach einem ersten Tag oder einem ersten Wochenende mit den Kameras auch ein viel besseres Gefühl dafür, was ist denn für mich wichtig. Denn natürlich wird es auch die Leute geben, die sagen, wenn es nochmal 200, 300 Euro günstiger wird, dann ist mir das durchaus wert, auf bestimmte Dinge zu verzichten oder da selber Hand anlegen zu müssen und vielleicht ein bisschen mehr rumbasteln zu müssen. Und die große Stabilität, die brauche ich eh nicht. Vielleicht komme ich auch mit der ganz günstigen Lösung klar. Und dann ist das ja durchaus legitim. Aber diese Entscheidung, die kann man am besten dann treffen, wenn man die Sachen selber in der Hand gehabt hat und wenn man sie selber mal eingesetzt hat. Und von so her ist das eine Einladung an euch, die Air Force, klein und kompakt, sehr hochwertig, toll verarbeitet, einfach mal auszuprobieren. Und dann könnt ihr euch euer eigenes Urteil bilden. Denn so mal eben in den Fotoladen gehen und zu sagen, ich möchte mir mal eine Air Force angucken, das geht leider noch nicht.
Und gebaut werden die nur auf Bestellung. Also auch das ist bestellen und dann wieder zurückschicken, ist schlechter Stil. Von mir gibt es für die Air Force mindestens einen Daumen nach oben. In allen Belangen eine sehr ambitionierte Einsteiger 4x5 Kamera, die sich mit weitaus teureren Kameras messen kann, die ihre Sparpotenziale nicht verheimlicht, nicht so tut, als wäre sie mehr als sie ist, und die in allen Belangen funktioniert. Und das ist letztendlich das Wichtigste. Denn dann hat man Spaß und den wünsche ich euch jetzt, wie immer an dieser Stelle. Habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, eine Kleinigkeit noch, bevor ich wirklich raus bin für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann nehmt euch die 2 Sekunden Zeit und drückt da unten mal eben auf diesen Abonnieren-Button und am besten auf die Klingel daneben. Dann nämlich werdet ihr informiert, immer wenn es hier neue Videos gibt. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was hier auf dem Kanal so passiert. Naja, und interessante Inhalte gibt es dann dazu. Wenn ihr Lust habt, mal was im wirklichen Leben zu unternehmen, dann geht mal rüber auf meine Webseite pixelandgrain.de. Da findet ihr Informationen über meine Workshops. Die gibt es in der Dunkelkammer in Jever und immer mal wieder quer durch die Republik in ganz, ganz verschiedenen großen Städten. Und dann freue ich mich darauf, euch vielleicht mal ganz real in der Wirklichkeit begrüßen zu können. Ja, das war's für den Moment. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.